Ich habe hier ein Thermostat, das ist ein Fritz Dekt 301 von AVM. Das war bei mir auf einer Heizung montiert und der Thermostatkopf, der hatte angefangen, einen Satz Batterien nach dem anderen irgendwie zu verschlingen innerhalb von wenigen Tagen. Über so 2 Wochen hat er dann gesagt, ich brauche mal neue Batterien. Und das war so nicht ganz normal. Das ist jetzt 3 Jahre im Betrieb gewesen. Dementsprechend über der Garantie. Und ich wollte es nicht wegwerfen. Insofern hatte ich das jetzt schon mal aufgemacht und das Ganze gefettet und ausprobiert und wieder zugemacht. Aber ich wollte das mal teilen, wie das funktioniert, denn die Standardreaktion wäre ja dann ein neues zu kaufen. Und im Sinne der Nachhaltigkeit, und außerdem kostet so ein Ding 40 Euro, wäre das ja ziemliche Verschwendung. Wenn hier reinguckt, hier ist so ein Stößel. Bevor man da irgendwas macht, ich habe den jetzt halt dahin gefahren, dass er eine Fehlanpassung macht und mit Fehler E1 aufhört. Damit bleibt der Stößel draußen stehen. So, in dem Zustand mache ich jetzt nichts weiter, sondern nehme ihm nur die Batterien raus. Dann macht der Thermostatkopf nichts mehr. Das Ganze wird gehalten von 2 Klammern und dieser Lippe von der Halbschale. Das müssen wir jetzt erstmal aufkriegen. Hier die eine Nase ein bisschen raushebeln und ein bisschen Platz machen, sodass das nicht zurück geht hier. Die andere Nase hier, die kann man mit der Hand aufmachen. Jetzt will das wieder zusammen. Das heißt, hier muss man mit dem Finger ein bisschen rein, damit das nicht zusammengeht. Und den Teil hier hinten, den kriegt man jetzt mit einem flachen Schraubenzieher gemütlich hier rausgehebelt. So. Und damit hat man dann die Teile getrennt und die gleiten hier so auseinander. Ein bisschen aufpassen muss, hier unten ist diese Schaltwippe drin. Das hier ist alles lose, das fällt nach unten raus, wenn man nicht aufpasst. Das sind dann die Bedienelemente, die innen drin auf die Taste gehen. So, legen wir vorsichtig zur Seite. Genau. Das Ganze ist zusammengehalten hier von 3 Torx-TX6 Schrauben, die man hier weiteren Öffnung entfernen muss. So, und ich habe mich sehr gefreut über die mechanische Umsetzung hier, das ganze Engineering, was in diesen Dingern steckt, denn das ist jetzt nicht so billig gemacht, wie man das irgendwo bei so Consumer-Sachen irgendwie glauben würde, sondern es geht hier, also ist sehr servicefreundlich und lässt sich quasi ohne Widerstände hier zerlegen und auseinandernehmen. E-Paper-Display, Hauptplatine mit dem Controller und das hier sind die Tasten, die dann hier von den Tastenkappen bedient werden. Kann man alles so zusammenlassen. Also was man machen muss, ist hier so vorsichtig mal auf den Stößel drücken. Dann kann man diese Sachen, das rutscht hier quasi auf dem Motor als Führungselement, Sachen hier auseinandernehmen. Wie man hier sieht, ist der Stößel ausgefahren, weil da habe ich die Batterien rausgenommen. In dieser Position muss der sein, sonst kann man da nichts machen. Hier ist eine kleine Schraube drin, quasi ein Schneckengewinde, was hier oben in diesen Stößel greift und den nach oben und unten schiebt. Der ist hier drin verdrehgeschützt. Und wenn der unten ist, dann kann man nichts machen. Hier sind 3 Schrauben Phillips 0. Und wenn man die abmacht, löst, dann kann man das hier hochziehen. Runtergefallen. Ja. Klappt die Schrauben hier runter.
habe ich den Gummi hier geliftet. Da muss man ein bisschen aufpassen. Hier ist so ein kleiner Gummi, um das Ganze halt eben auch gegenüber Tropfwasser und so weiter dicht zu machen, falls das Thermostat mal lecken sollte oder so, dass das hier nicht in den Thermostatkopf läuft. Aber hier kann man jetzt schon sehen, hier ist diese Schneckengetriebe-Geschichte und so weiter. Und da ist Öl drin. Und das Öl, das war irgendwie ein bisschen dürftig. Und da habe ich dann hier, ich habe so weißfetthaltiges Feinmechaniköl. Da habe ich hier mal einen guten Tropfen spendiert. Und das Ganze dann wieder zusammengeschraubt. So. Beim Zusammenschrauben so ein bisschen darauf achten, dass dieser Gummi wieder hier in dieser Rille sitzt, wo er hingehört und sich nicht irgendwo verklemmt. Der muss hier umlaufend um diese Röhre, in die das kommt, hier wieder drin setzen. Und dann können wir es auch schon wieder zusammenbauen. Also wie man hier sehen kann, der Gummi, der sitzt hier in so einer Rille. Und der dichtet, wenn man das hier dann so reinschiebt, ein bisschen aufpassen, das sitzt hier auf so zwei Nasen und das Display und die Hauptplatine richtig gehalten werden, ist das wieder an die richtige Stelle. So, kommt das hier so rein. Und dieser Teil, der kommt von außen wieder drauf. Das E-Paper-Display, das kommt hier in diese zwei Nasen rein und wird dann an der Stelle gehalten. So, und jetzt kann man es schon wieder mit dem Torx 6 zusammenschrauben. Wie gesagt, ist ein hübsches Ding, ist eine schöne Mechanik, ist einfach auch ein wertiges Device, ist gut verarbeitet und da ist, also merkt man so beim Auseinander- und Zusammenbauen, da ist eine Menge Hirnschmalz drin. Und ich fände es halt viel zu schade, jetzt dieses Ding irgendwo in die Elektronikgeräte Rückgabe im Wertstoffhof zu schmeißen. Denn das hat noch ein paar Jahre Benutzung verdient. Ich hatte vorher andere Thermostatköpfe drauf, schon relativ lang, so smarte, in Anführungsstrichen, elektronisch geregelte Thermostatköpfe. Ich das ganz, ganz gerne habe und sehr schätze. Und das ist so das, was ich bis jetzt in die Finger bekommen habe, was echt so vom Engineering her am besten gemacht ist. Zusammen kommt das Ganze so, dass man das hier vorsichtig reintut. Wichtig ist, dass hier unten die Knöpfe alle in der richtigen Position liegen. Das Einzige, was man dann noch tun muss, ist von oben einmal so flächig, bis das einklickst mit allen drei Nasen hier, dass das wieder zusammengesetzt ist. Die Knöpfe müssen sich alle drücken lassen. Und dann testen wir mal, ob es noch läuft. Batterien rein. So, der will jetzt an der Fritzbox anmelden. Ich hatte das Thermostat zurückgesetzt. Brechen wir die Anmeldung ab. Und jetzt kann man hier drin sehen, dass der Stößel auf und runter fährt. Und das auch jetzt wieder ohne Geräusche und ohne große Reibungen tut. Das heißt also auch, wenn ich den hier irgendwo festhalte, dann gehen wir mal auf Montage. Jetzt fährt er den rein. Und vorher war es so, ich konnte, wenn der nach oben gefahren ist, um die Zuposition zu testen, konnte ich den festhalten. Und man hat das auch gehört. Und jetzt geht das nicht mehr. Also jetzt ist das wieder in einem Zustand, wo das einsatzfähig ist. Deckel drauf.
Viel Spaß, wenn ihr so ein Ding habt und das tut nicht mehr. Überlegt euch bitte, ob ihr es wegwerft oder ob ich nicht doch einmal einen Uhrmacherschraubenzieher irgendwie in die Hand nehmt und ein bisschen Mut und Spucke und das Ding aufmacht und ihm nochmal zu einem zweiten Leben verhelft. Ja, das war's. Hoffe, ihr konntet was davon mitnehmen. Viel Spaß, lasst einen Kommentar da. Bis demnächst.